Ja, guten Tag auch, Freunde der Sonne da draußen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Görki TV. Und Görki TV behandelt heute das Thema Hair Tutorial. Lang ersehntes Thema, denke ich, von euch, wie ich mir die Haare zurechtlege. Und das werde ich heute in einem Video mal hier aufklären. Hinter mir ist hier mein Büro, mein Studio. Ich habe einen Laptop und einen Computer. Das Problem ist einfach, mein PC ist so lahm am Arsch, ich kodiere da gerade ein Video für Fitness zu Hause. Und deswegen kann ich mit dem Computer während des Kodierens des Videos nichts anderes machen. Und deswegen muss ich den Laptop benutzen. Es sieht etwas freaky aus. Aber nein, Leute, keine Angst, ich bin kein Computerfreak. So, denn zunächst einmal geht es um ein Casting. Ich suche eine Kamerafrau, die mir ein paar dynamische Bilder auch liefern kann, damit die Videos mal ein bisschen neu rüberkommen. Wer möchte, einfach mir bei Facebook schreiben, auf die Fanpage. Ich suche eine Kamerafrau, am besten leicht bekleidet, denn Polyester und Baumwolle ist nicht gut für die Nähe meiner Kamera. Leicht bekleidete Kamerafrau, Bewerbung jetzt an mich. Jetzt gibt es natürlich hier einmal mein Hair-Tutorial. Guckt einfach mal rein, wie geil ich mir die Haare machen kann. Und wir sehen uns sicher gleich nochmal. Viel Spaß damit dann. Ja. Aloha Sportsfreunde da draußen, und zwar heute hier das lang ersehnte und versprochene Hair Tutorial. Und vorweg erstmal, zu was für einem Friseur gehe ich? Also ich habe da jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so einen Luxusfriseur, sondern ich gehe zu so einem Friseur, ich kann da nicht einschätzen, woher die kommen, aber ich glaube, das ist ein Araber, ja. Zumindest kann man Türke rein, und wollte Türkisch sprechen, und dann meinte nichts Türkisch. Und ich glaube, deswegen sind es Araber. Und dann gehe ich da hin und dann sage ich einfach hier, macht mal Seiten ein bisschen weniger. Und macht sauber, weil die machen ja mal mit dem Messer hier so. Und sag ich mal, mach weniger an den Seiten und mach sauber. Und da gehe ich da hin und muss ganz ehrlich sagen, ist recht günstig. Die können ja auch so gut mit dem Messer, sag ich mal, die Araber. Aber ich habe immer ein bisschen Angst danach oder dabei, dass ich irgendwie ein Ohr verliere, wenn ich rausgehe, dass ich nur ein Ohr habe, weil die sind schon ziemlich rustikal. Die hauen den Kopf da so rum, als ob da so ein Punching-Ball wäre, so ein bisschen. Und die müssen wir so ein bisschen mal hier die Muskeln spielen lassen und zeigen, wie sie mit dem Kopf arbeiten können. Aber generell machen die das gut, da kann ich nichts sagen. Und sonst würdet ihr ja nicht fragen, wie ich mir die Haare mache. So, jetzt wollen wir das Ganze mal simulieren. Übrigens, Brusthaare lasse ich auch wachsen, dann kann ich da bald auch mal ein Tutorial machen, wie man die stylen kann. Kann man auch gut mit Haargel oder Haarwachs oder so arbeiten. Und wie es so ist, also natürlich würde ich mir jetzt gerade nicht die Haare machen, aber ich simuliere das mal für euch. Und deswegen Punkt 1, sag ich mal, ich komme aus der Dusche, ne? Also mache ich mir eben die Haare nass, einen Moment. So, jetzt habe ich, ich komme gerade aus der Dusche. Natürlich auch Duschgel und so benutzt, Haargel, Haarwachs, Shampoo natürlich. So, komm aus Dusche, Haare sind nass. Jetzt nehme ich erstmal ein ganz handelsübliches Handtuch. Das ist hier von einem großen Sporthersteller. Könnt natürlich auch eine andere Firma nehmen. So, jetzt erstmal die Haare abtrocknen mit dem Handtuch. Ja, ihr wart ja vorher beim Friseur. Haare abtrocknen. Geht dann natürlich mit dem Handtuch nicht zu 100%. Und zwar machen wir das ein bisschen erstmal. Und nächster Punkt, nehmen wir einfach, ja, ob das glaubt oder nicht, aber ich habe sogar einen Föhn. Erstmal eine Steckdose, einen Moment, zack. So, Haareföhn, kann man hier so vom Mund machen, wie beim Friseur, die machen die auch mal. Beim Friseur finden sie immer so richtig geil, die Haare föhnen. Da denkt man so, haben die das gelernt zu föhnen oder nicht? Auf jeden Fall kann man das auch mal versuchen. Wahrscheinlich gibt es da echt so ein paar Techniken, wie man das perfekt seine Haare föhnen kann. So. Übrigens, wenn man keinen Bock hat, sich abzutrocknen, kann man sich auch, keine Ahnung, im Bauch oder im Rücken oder im Poppes kann man sich auch trocken föhnen. Aber ich habe ja jetzt nur die Haare nass gemacht, ich habe es ja nur simuliert. So, Haare sind geföhnt. Und natürlich geht das Ganze auch nur oberkörperfrei, weil ich aus der Dusche komme. Das müsst ihr ja wissen. Was nehme ich für die Haare? Und ich habe da echt für euch jetzt kein Geheimfavoritenprodukt oder Top-Produkt, was man irgendwo aus, keine Ahnung, Stierklöten oder so. Das ist einfach eigentlich immer verschieden, aber ich gucke immer drauf, dass auf dem Produkt, was ich für meine Haare benutze, dass es kein Gel ist oder Wachs, sondern es gibt so Styling-Creme oder in dem Fall ist es Styling-Gelee, und dann ist das jetzt hier so sehr stark, aber eigentlich immer so zwischen mittel und stark, ne? Dann, das heißt, wenn ich mir die Haare mache, sind die eigentlich immer noch dann, nach einer Zeit lang kann man die immer noch verändern und trocknen nicht ganz so aus. So, nehmen wir ein bisschen was, nehmen wir hier mal so zwei Finger da rein, ja, das zeigen wir mal hier, so, also viel brauchen wir nicht. Das ist jetzt hier, keine Ahnung, Schwarzkopf,
Ja, eigentlich die Firma ist scheißegal. Hauptsache ist so Gelee, Gel, Creme. So, verteilen wir das in Hände. Und ja, ich kann dann hier jetzt in die Kamera gucken. Sieht es blöd aus, wenn ich auf dem Bildschirm habe, dann kann ich umklicken. Aber dann brauche ich keinen Spiegel. Ich gucke mal rein, deswegen nicht direkt in der Linse jetzt, sondern so an euch vorbei. Einen Moment. Ich muss ja jetzt irgendwie gucken, wie ich mir das mache. So, dann habe ich das hier drin. Sieht man, jetzt gucke ich in die Kamera. Jetzt hier so in meinem Mini-Bildschirm. Und dann einfach hier so ein bisschen so zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nee, Brusthaare ist noch nicht lang genug. So, jetzt gucke ich. Sorry, dass ich so unpersönlich an euch vorbeigucke. So, jetzt guck mal hier, je nachdem. Ne? Wenn du abends weggehst, machst du ein bisschen mehr rein, kommt stylischer. Sonst, so, wenn du nur einkaufen gehst, in Jogginghose beim Rewe, da brauchst du nicht so viel Gel. Das habe ich gleich vor, dann muss ich gleich mal ein bisschen rausmachen. Und denken, du bist hier so hier Macho Number One. So sieht es dann eigentlich aus. Und ich wandere einfach mal rum mit meinem Kopf. Guck auch mal wieder euch an in der Linse. Ja, beim Friseur haben die noch so einen Spiegel und dann zeigen sie mal von hinten. Und dann musst du natürlich immer ein Kompliment machen und sagen, hey, top, hast du gut gemacht, Kollege, schön sauber gemacht hier. Und wenn die dich nicht total massakrieren und dir die Ohren abreißen beim Friseur, kannst du mal 2 Euro Trinkgeld geben. Ja, weil die haben ja jetzt auch nicht einen riesen Stundenlohn, da musst du immer sozial denken, sag ich mal, ne? So, und jetzt hier. Und wenn du weißt, es kann draußen regnen oder sonst was, dann nimmst du noch so ein bisschen wasserfestes Haarspray, um das Ganze zu fixieren. Aber generell habe ich jetzt die Seiten ja so ein bisschen kurz, ne? So, und die Haare locker flockig, sag ich mal, so einmal so durchgewischt. Brauchst jetzt keine halbe Stunde, geht ganz schnell. Ja, und das ist mein Haarstyling, das wollte ich euch ja einmal hier rüberbringen. Keine Ahnung, seht ihr mal, wie ich das mache. Eigentlich ist kein Hexenwerk, kriegt jeder hin. Und back zum Görki, sag ich mal, ne? Da bin ich wieder. Was ich vergessen habe, ne? Normalerweise mache ich mir immer schön Mucke noch dabei an, so im Hintergrund, so hier, so Rap, Hardcore-Rap, Gangster-Rap, da fühlst du dich cool dabei. Nur aufgrund von GEMA kann ich das nicht machen. Wenn ich das jetzt im Hintergrund mache, würden die mein Video sperren. Deswegen denkt euch nochmal ziemlich coole Gangster-Mucke dazu, so im Hintergrund, wenn ich mir die Haare style. Was halt der ganze Nachteil der ganzen Geschichte ist, wenn man sich besonders cool vorm Spiegel vorkommen möchte. Du musst danach dein T-Shirt wieder anziehen, ne? Du kannst ja nicht nackt rausgehen. Und das Problem ist, da musst du dann aufpassen. Wenn du dein T-Shirt anziehst, musst du wirklich gucken, dass du den Kragen so ein bisschen ausweitest, dass du da reinkommst. Wenn du Pech hast, so, ich guck mal wieder an euch vorbei, hast du dann so ein paar Macken in den Haaren. Da musst du korrigieren und dann nochmal extra machen. Aber weißt du, das Gefühl, sich cool die Haare zu machen, kriegst du nicht mit dem T-Shirt, sondern nur, wenn du kein T-Shirt hast. Und ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Zurück sind wir hier in meinem Büro und klar, ich denke, ihr habt ja da jetzt ordentlich was gelernt, wie ihr euch die Haare machen könnt, um wirklich nachts alle rumzukriegen, alle Mädels da draußen in der Welt. Und ja, mein Badezimmer wurde von InDesignern eingerichtet. Man hat es natürlich gesehen, der Duschvorhang, erste Sahne und ja, hat mir echt ziemlich viel YouTube-Gelder gekostet, mein Badezimmer. Keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Ja, ich meine, ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich mir die Haare mache. Es gibt sicherlich dann bald, ja, so Artikulation ist bei mir immer noch nicht so die Stärke. Da muss ich noch ein bisschen trainieren. Ich fange schon an, Pixie-Bücher zu lesen, abends zum Einschlafen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wieder mal hier in die Kommentare neue, sag ich mal, neue Wünsche zu Videos, Anregungen, bitte nur positive Kritik. Negative kann ich leider nicht vertragen. Und Leute, haut rein. Besucht meine Facebook-Seite, habe ich neuerdings auch. Oder natürlich Fitness zu Hause ist immer noch mein Standardwerk. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Haltet die Ohren steif und guckt, dass ihr nicht beim Friseur verliert. Bis dann. Auf Wiederschauen. Tschüss.